Aufgepasst! Diese sieben Fehler macht fast jeder Katzenhalter. Du auch? Hast du dich schon mal gefragt, wieso es zwischen dir und deiner Katze irgendwie nicht so ganz rund läuft? Ob sie dich überhaupt mag und gerne mit dir ihre Zeit verbringt? Heute erfährst du die sieben Dinge, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass deine Katze dich eigentlich nicht leiden kann. Und vor allem, wie du diese Punkte lösen kannst. Achte besonders auf den siebten Punkt, denn das schädigt eure Beziehung am meisten. Katzen hassen das. Deine Katze ignoriert dich, egal ob du in einem Raum bist oder gerade nach Hause kommst, sie guckt dich nicht mit dem Allerwertesten an. Oder genau andersrum, sie miaut pausenlos, aber spielen möchte sie mit dir nicht. Vielleicht trinkt sie zu wenig, verweigert ihr Futter oder, was sehr nervig ist, sie pinkelt in deine Wohnung. Und egal was du tust, sie hört damit nicht auf. Dabei hat sie doch alles und der Tierarzt hat sogar bestätigt, dass die Katze gesund ist. Aber was fehlt deiner Katze bloß? Warum ist sie unglücklich? Am häufigsten sind wir dafür verantwortlich, wie sich unsere Katzen verhalten. Und selbst erfahrene Katzenbesitzer machen hin und wieder den ein oder anderen Fehler. Diese sieben Fehler solltest du aber bitte ab heute vermeiden. Welche das sind, verrate ich dir jetzt. Dieser Fehler unterläuft, wenn wir noch unerfahrene Katzenbesitzer sind und uns nicht allzu gut mit der Kommunikation von Katzen auskennen. Denn Katzen kommunizieren anders als wir Menschen. Katzen kommunizieren auch anders als andere Tiere, die wir kennen, wie zum Beispiel Hunde. Und natürlich ist es verständlich, wenn eine Babykatze einzieht, möchten wir sie die ganze Zeit beobachten. Schauen, ob es ihr gut geht, ob sie sich wohlfühlt und einfach nur dieses niedliche Kätzchen zu beobachten. Aber Vorsicht, Katzen können das als Drohgebärde auffassen. Sie reagieren ängstlich, verunsichert oder greifen dich im schlimmsten Fall an. Denn Katzen starren sich nur in einer Situation an, wenn sie sich bedrohen und kurz vor einem Kampf stehen. Die Lösung? Starre deine Katze nicht die ganze Zeit an. Beobachte sie aus dem Augenwinkel und gib ihr genug Freiraum. Wenn dir doch auffällt, dass du deine Katze häufiger beobachtest, als ihr vielleicht lieb ist, dann blinzel sie hin und wieder langsam an. Im Idealfall blinzelt deine Katze zurück. Übrigens bedeutet das Blinzeln einer Katze nicht "Ich liebe dich", sondern es ist eine Art freundliche Geste wie ein Lächeln und bedeutet "Ich mag dich und ich werde dir nichts tun. Vorerst." Die Katze nicht chippen und registrieren lassen. Studien haben zwar gezeigt, dass selbst langjährige Freigänger sich nicht weit weg von ihrem Haus entfernen und selbst wenn sie ihr Revier mal verlassen, finden sie mit Leichtigkeit zurück. Doch niemand will sich ausmalen, wie es wäre, wenn die Katze eines Tages nicht zurückkommt. Ist der Katze etwas passiert oder hat sie eine neue Familie gefunden, sich verlaufen oder ist sie irgendwo verletzt und kann einfach nicht zurückkommen? Das sind Fragen und Situationen, auf die man sich nicht hundertprozentig vorbereiten kann. Aber man kann etwas tun, um wenigstens ein bisschen mehr Gewissheit zu haben. Chippe deine Katze und lass sie registrieren. In einem meiner früheren Videos habe ich euch bereits gesagt, dass eine Katze, die von einem Züchter kommt, im Idealfall immer gechippt sein sollte. Sollte deine Katze aber keinen Chip haben, kannst du dies problemlos beim Tierarzt machen. Ganz egal, wie alt deine Katze ist. Übrigens ist das Chippen auch für Wohnungskatzen interessant, denn es kann immer mal etwas passieren. Zum Beispiel, wenn du die Einkäufe nach Hause trägst, die Tür offen lässt und eigentlich läuft deine Katze nie weg, aber in diesem Moment erschreckt sie sich und flüchtet. Gerade Wohnungskatzen, die einmal aus ihrer Wohnung rausgelaufen sind, finden nicht so leicht nach Hause wie Freigänger. Wichtig ist auch, es reicht nicht aus, die Katze nur beim Tierarzt chippen zu lassen. Sie ist so nicht automatisch bei einer Datenbank registriert. Das kannst du aber ganz schnell und kostenlos selbst machen. Zum Beispiel kannst du sie bei einer Organisation wie Tasso anmelden. Nein, das ist nicht gesponsert. Da gebt ihr einfach die Daten des Chips und eurer Katze ein und besonders wichtig, eure Kontaktdaten. Der Sinn dahinter ist, sollte eure Katze sich verlaufen und jemand findet diese, bringt sie zum Tierarzt, kann so ermittelt werden, wem die Katze gehört und der Besitzer kontaktiert werden.
Das ist für euch absolut kostenlos, dauert wenige Sekunden und eure Katze ist zumindest ein bisschen mehr abgesichert. Keine Kastration. Ich weiß, Tierbabys sind süß und die meisten argumentieren mit dem Punkt, dass sie ihrer Katze wenigstens einmal ermöglichen wollen, Mutter zu sein. Aber gerade bei Freigängern ist dies ein riesengroßes Problem und auch in Deutschland gibt es mittlerweile immer mehr Katzen, die keinen Besitzer haben und frei auf der Straße leben. Diese Katzen haben kein vernünftiges Zuhause, bekommen kein vernünftiges Essen und hungern regelmäßig und vor allem im Winter erleben sie Höllenqualen durch die Kälte, die Nässe und fehlendes Futter. Gerade wenn deine Katze also rausgeht, solltest du sie definitiv kastrieren. Das gilt nicht nur für Kater, sondern auch für Katzen, denn sowohl die Geburt als auch die Schwangerschaft sind eine sehr große Belastung für dein Tier und können gefährlich werden. Bei Katern ist zusätzlich noch der Punkt, dass sie irgendwann anfangen zu markieren. Und eine Katze, die einmal anfängt, die Wohnung zu markieren, wird, egal wie viel du schrubbst, immer wieder dorthin pinkeln. Zu wenig Katzenklos. Eine Katze, eine Toilette. Zwei Katzen, zwei Toiletten. Richtig, oder? Falsch. Denn viele Katzen verrichten ihr großes und ihr kleines Geschäft in getrennten Toiletten. Und gerade die Leute, die mehrere Katzen zu Hause haben, sollten auch mehrere Katzenklos haben, damit immer eine Katzentoilette frei ist. Außerdem mögen einige Katzen es nicht, ihr Klo mit einer anderen Katze zu teilen oder darauf zu gehen, wenn es vorher benutzt wurde. Hier ist die einfache Lösung, ein Klo mehr als Katzen zu Hause. Wenn du also zwei Katzen hast, biete ihnen doch drei Toiletten an. Am besten an unterschiedlichen Orten, sodass nicht alle drei gleichzeitig in einer Reihe auf Klo gehen. Denn auch das können einige Katzen nicht so angenehm empfinden. Fenster und Balkone nicht absichern. Bei Tierärzten gibt es dafür sogar einen Begriff, Kippfenstersyndrom. Denn Katzen, die sich durch den Spalt eines Kippfensters schieben, erleiden so schlimme Verletzungen, dass sie in den meisten Fällen sterben. Diese Unfälle passieren leider innerhalb weniger Momente, manchmal sogar, wenn du nur ganz kurz den Raum verlässt. Damit dies nicht passiert, solltest du dein Fenster absichern. Ich habe hier mein Fenster professionell absichern lassen. Das kostet ein bisschen mehr. Bedenke, eine Not-OP, die zwangsläufig getan werden muss, weil deine Katze aus dem Fenster fällt oder stecken bleibt, ist definitiv teurer. Ich habe dir aber schöne Alternativen in der Infobox verlinkt. Vielleicht findest du dort etwas, um dein Fenster katzensicher zu machen. Genauso wichtig ist es auch, den Balkon zu sichern. Denn ja, Katzen sind geborene Kletterer. Trotzdem kann es sein, dass deine Katze sich erschreckt und vom Geländer fällt oder einem Vogel nachjagt. Wir kennen alle die Geschichten, dass Feuerwehrmänner gerufen werden müssen, weil Katzen so weit oben in einem Baum sitzen und nicht mehr runterkommen, weil sie einem Vogel gefolgt sind. Sichere also bitte auch deinen Balkon ab, damit deine Katze nicht runterfällt oder ausbüchst. Ständiges Futter. Gerade Wohnungskatzen leiden unter extremer Langeweile. Und Futter, das zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung steht, hilft da leider gar nicht. Die meisten Katzenbesitzer wollen, dass es ihrer Katze gut geht und gerade wenn sie das Haus verlassen, zum Beispiel um zur Arbeit zu gehen, wollen sie, dass ihre Stubentiger nicht hungern. An sich ein guter Gedanke, fördert aber die Fettleibigkeit der Katze und vor allem, dass sie sich noch mehr langweilt. Hier der blöde Teufelskreis, Katzen, die sich langweilen, fressen automatisch mehr. Und dadurch bekommt auch der Besitzer das Gefühl, der Katze mehr Essen geben zu müssen. Mein Tipp, deine Katze sollte im Idealfall mehr Nassfutter als Trockenfutter bekommen. Reduziere die Abstände zwischen den Futterzeiten auf maximal 8 Stunden. Wenn du das einhältst, hast du übrigens auch eine größere Chance, nachts durchzuschlafen, weil deine Katze nicht nach dem Essen meckert. Wenn deine Katze doch Trockenfutter bekommt, wie wäre es, wenn du das in ein Fummelbrett füllst, sodass sie das Essen selbst rausfummeln muss? Somit ist deine Katze zumindest ein bisschen beschäftigt und ihr Alltag wird spannender gestaltet. Ich habe dir natürlich unser liebstes Fummelbrett auch in der Infobox verlinkt. Schau es dir doch sehr gerne an. Wichtig ist hier zu sagen, dies gilt nicht für Kitten, die noch in der Wachstumsphase sind.
Denn diese sollten am besten zu jedem Zeitpunkt Futter zur Verfügung haben, denn eine Katze, die sehr viel spielt und noch wächst, braucht auch genug Futter, um eben genug Energie zu haben. Katzen wachsen übrigens bis zum ersten Lebensjahr. Danach solltest du deiner Katze nicht mehr permanent Futter zur Verfügung stellen. Und nein, dein Kitten muss nicht in diesem ganzen Jahr nur Kitten-Spezialfutter bekommen. Das Einzige, worauf du achten solltest, in der Zeit, in der deine Katze frisch zu dir umgezogen ist, sollte sie das Futter bekommen, das sie bereits kennt. Und erst nach 1, 2 oder 3 Monaten kannst du langsam zu einer anderen Futtermarke wechseln. Und nun ein sehr wichtiger Punkt, den viele Katzenbesitzer nicht kennen. Der Wassernapf gehört nicht neben das Katzenfutter. Hast du davon schon mal gehört? Ich bisher noch nicht und ich habe es immer falsch gemacht. Dabei gibt es einen sehr wichtigen Grund, warum dies ein absolutes No-Go ist und warum ein Trinknapf direkt neben dem Futternapf dazu führt, dass deine Katze zu wenig trinkt. Denn in der Natur würde eine Katze niemals Wasser trinken, das direkt neben der Beute ist. Denn dieses kann durch das Aas, also die tote Beute, bereits verseucht worden sein. Klingt logisch, oder? Stell doch ab jetzt einfach das Futter an einen anderen Ort, sodass beides nicht direkt in unmittelbarer Nähe ist. Übrigens, wenn du deine Katze besonders glücklich machen möchtest oder im Sommer dafür sorgen möchtest, dass deine Katze mehr trinkt, biete ihr doch einen Trinkbrunnen an. Denn dieses ständig zirkulierende Wasser imitiert auch die natürlichen Quellen, die deine Katze aus der Natur kennt oder instinktiv kennt. Wir haben hier einen schönen Keramik-Trinkbrunnen, der sehr leise arbeitet und sehr wenig Strom verbraucht. Catwalk liebt ihn und er läuft den ganzen Tag. So kann er immer trinken, wann er möchte und er trinkt deutlich mehr. Bedenkt nämlich, dass Nierenschäden die Hauptkrankheiten von alten Katzen sind und meistens daher kommen, dass Katzen ihr Leben lang zu wenig getrunken haben. Damit deine Katze im Alter nicht schlimme Krankheiten hat und vor allem viel kostet, kannst du doch ab jetzt den Trinknapf wegräumen und an einer anderen Stelle hinstellen oder durch einen guten Trinkbrunnen austauschen. Ich habe euch unseren Trinkbrunnen in der Infobox verlinkt. Schaut ihn euch sehr gerne an. Das sind die 7 größten Fehler, die viele Katzenbesitzer machen. Und war der 7. Punkt genauso neu für dich wie für mich? Schreib es mir sehr gerne in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es doch sehr gerne mit deinen Katzenfreunden. Abonnier diesen Kanal und folg uns auch auf TikTok und Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.